Servus Leute, hier ist der Racer und willkommen zurück zu Dreaming Mary. Ja, heute gibt es kein richtiges Video, sondern nur ein Easter Egg in diesem Game. Ich habe es ja jetzt in den letzten Tagen fertig gezockt. Und ihr wisst ja noch, dass ich diesen Code noch nicht eingegeben habe. Und darum mache ich das. Allerdings kommt in dem Video jetzt nicht direkt das, was man auch in dem Ordner drin war, am Bonus, sondern da haue ich euch vielleicht, wenn es geht, einen Link zu der Seite rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen kann. Auf jeden Fall könnte das sein, weil ich habe nicht gerade kein Internet und deswegen kann ich meine Videos nur beim Kumpel hochladen und ja, deswegen kann ich das nicht aufnehmen. Aber das hier kann ich jetzt noch aufnehmen, diesen Bonus gibt es jetzt halt einfach heute als Video. Weil mit Problem vom Internet ist es ja auch eh nicht so geil aufzunehmen. Super Mary ist das richtige Wort. Und dann wird der Hadoken-Mod aktiviert. Und es gibt einen einzigen Gegner, der noch übrig ist. Und jeder weiß, welcher damit gemeint ist. Und zwar das Monster hier unten. Muss ich durchs Bild gehen. Standardmäßig hierher. Den Schlüssel nehme ich einfach mit. Ich habe das schon mal gemacht. Und dann hört man nicht schon, die Musik hat sich geändert. Und dann ist er da. Runter. Runter und nach rechts. Rechts. Z. Das musste ich übrigens nicht drücken. Mary gegen das Monster. Hadoken. Das Monster wurde besiegt. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Kampf gewonnen. Du hast 999.999 Erfahrungspunkte gewonnen. Mary ist auf Level 13 gestiegen. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und so weiter. Bis 99. Du hast das Spiel gewonnen. Zurück zum Titel. Nein. Zurück zum Titel. Nein. Geh zurück zum Titelscreen. Nein. Alter Mann, was ist mit dir los? Was denkst du, was das soll? Denkst du, das ist ein endloser Traum? Du hast das Spiel mindestens fünfmal gewonnen, um so weit zu kommen. Zurück zum Titel? Nein. Oh, du willst mich jetzt wirklich testen, oder? Willst du wirklich kämpfen? Du willst noch mehr kämpfen? Hä? Oder willst du... hast du doch Hans. Bist du nicht wirklich zurück und zum Titelscreen? Nein. Mary setzt zu Hadoken an. Ich hab dich nur verarscht. Bitte benutzt die Hadoken nicht bei mir. Zurück zum Titel? Nein. Saugeiles Easter Egg. Wow, du magst mein Banter, weiß ich nicht, was bedeutet. Wirklich so arg? Danke. So finde ich auch so. Auf jeden Fall, nachdem du so arg sorgt durch den ganzen Schmarrn gelitten hast, könnten wir uns auch hinsetzen und ein gemeinsam trinken. Falls du dich über dieses Easter Egg wunderst, einer der Beta-Testern hätte es witzig gefunden, wenn Mary die Hadoken gegen den Yeti, so wie halt der Tester das Monster genannt hat, nutzen würde. Okay, das Menü gab's. Es gab zu dem Zeitpunkt, als die Beta-Tester es getestet haben, gab's das Menü. Und damals konnte man gar nicht speichern. Und Mary war als Monk, ich müsste mich jetzt natürlich wissen, was das ist, Klasse im Menü beschrieben. Und hatte die Geschichte, dass sie nach einem Meister-Assassinen-Training dass sie von ihrem Vater zum Meister-Assassinen trainiert wurde und der Entwickler war einfach nur zu faul, das wegzumachen. Also ist die Beta ein bisschen von den Testern halt verarscht worden. Und am Ende hatte er ja noch Zeit, 9 Tage Zeit bis zum Release.
Und dann hat er noch ein bisschen was mehr geaddet. Und drum kann man jetzt speichern und es gibt, ja, die Hardocken und man kann alle Enden in einen durchgehen kriegen. Ich hoffe wirklich, dass dir das Spiel gefallen hat. Danke fürs Spielen. Zurück zum Titel. Nein! Das hätte es nicht sagen sollen. Ich gebe dir jetzt auf jeden Fall ein Game Over. Ich verarsche dich nur. Komm, spiel das Spiel nochmal, wenn du wirklich so arg hier bleiben willst. Das Spiel geht nochmal los. So, das war jetzt noch das geheime Ende. Dass ihr das auch noch gesehen habt, das war leider jetzt das ganze Video für heute wegen Internetproblemen so. Ich werde jetzt ein paar Videos in Folge aufnehmen, wahrscheinlich, dass ich die alle bei einem Kumpel hochladen kann. Und ja, dann sollten in den nächsten Tagen noch was kommen. Schrottrennen wird dann wahrscheinlich leider nicht gehen, weil wenn ich kein Internet habe. Grand Turismo kann sein, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr mir verzeiht, wenn in der nächsten Zeit nicht so viele Videos kommen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn euch das hier gefallen hat, könnt ihr aber trotzdem noch ein Like da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und dann Servus, Leute.